Willkommen beim Aquasoft Screencast. In diesem Video gebe ich Ihnen eine Einführung in die Arbeit mit der DiaShow 9. Ich zeige Ihnen, wie Sie Bilder einfügen und beschriften, wie Sie Effekte zuweisen und wie Sie Musik einfügen. Außerdem zeige ich Ihnen, wie Sie die Show abspeichern und als Video ausgeben. Wenn Sie die Leertaste drücken, halten Sie das Video an. Drücken Sie die Leertaste noch einmal, dann geht es weiter. Und wenn Sie sich Untertitel anzeigen lassen wollen, klicken Sie auf das CC-Symbol. Viel Spaß mit der DiaShow 9! Hier sehen Sie die Programmoberfläche der DiaShow 9. Oben befindet sich die Menüleiste, über die Sie alle wichtigen Funktionen aufrufen können. Darunter sehen Sie die Toolbar. Mit anschaulichen Symbolen erleichtert sie Ihnen das schnelle Arbeiten mit dem Programm. Im Mittelpunkt dieser Ansicht steht der Layout-Designer. Hier bearbeiten Sie Ihre Show, während Sie die Vorschau der Effekte sehen. Direkt darunter liegt die Timeline, in der der zeitliche Ablauf Ihrer Show zu sehen ist. Links davon befindet sich die Toolbox. Aus der Toolbox ziehen Sie alle Werkzeuge und Effekte in die Timeline oder in den Layout-Designer. Einstellungen zu den Objekten nehmen Sie unter Eigenschaften vor. Das ist Ihre Schaltzentrale für Bildeinstellung, Beschriftung und mehr. Über das große Plus-Symbol in der Toolbar können Sie eines oder mehrere Bilder einfügen. Auch per Drag and Drop können Sie Ihre Dateien einfügen. Ziehen Sie die Dateien dazu aus Ihrem Ordner in die Show oder benutzen Sie den Dateibrowser. Der Dateibrowser befindet sich in der Toolbox unter dem Reiter Dateien. Sie können Ihre Bilder auch beschriften. Wählen Sie ein Bild aus, indem Sie es in der Timeline einmal anklicken. Gehen Sie zu den Eigenschaften und klicken Sie auf den Reiter Text. Hier sehen Sie ein Textfeld, in das Sie Ihre Bildbeschriftung einfügen können. Die Farbe und die Größe des Textes sowie die Schriftart können Sie hier verändern. Unter dem Reiter Bild weisen Sie dem Foto eigene Effekte zu. Sie können das Bild zuschneiden, sodass keine schwarzen Ränder mehr angezeigt werden. Außerdem können Sie hier die Überblendung, mit der das Bild in das nachfolgende übergeht, auswählen. Ihre Musik fügen Sie über die Hintergrundmusikspur ein. Die Hintergrundmusikspur finden Sie unter der Timeline. Mit einem Doppelklick auf die Hintergrundmusikspur gelangen Sie zu den Musikeinstellungen. Hier können Sie einen oder mehrere Titel einfügen, indem Sie auf das Plus klicken. Klicken Sie auf OK. Zurück in der Timeline können Sie den Verlauf der Stücke oder die Lautstärke an den Ablauf Ihrer Show angleichen. Im Layout-Designer können Sie eine Vorschau Ihrer DiaShow starten. Um die komplette Show zu betrachten, klicken Sie auf das Play-Symbol. Möchten Sie die Vorschau ab einer bestimmten Stelle starten, markieren Sie die Stelle und klicken Sie auf Ab hier. Den aktuellen Arbeitsstand Ihrer DiaShow speichern Sie als ADS-Datei. Die ADS-Datei beinhaltet alle Einstellungen zu Ihrer Show und merkt sich, wo Fotos, Videos und Musik gespeichert sind.
Sie haben Ihre Diashow fertiggestellt und möchten diese nun am Fernseher ansehen oder an andere weitergeben? Rufen Sie den Ausgabeassistenten auf. Hier finden Sie einen Überblick aller Ausgabemöglichkeiten. Der Assistent führt Sie durch die einzelnen Schritte. Und wenn Sie kein Video mehr von uns verpassen wollen, dann klicken Sie hier auf Abonnieren.